So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Zylokiden und der Tier-Challenge. Ich habe letztes Mal gesagt, so hoffentlich greifen die jetzt an und sie greifen an. Mal schauen, ob ich gut liege oder ob es fail ist, was ich mir gewünscht habe. Aber ich glaube, das könnte gut sein. Also auf jeden Fall besser als wenn die jetzt angreifen. Besser als wenn ich warten muss und sie dann angreifen muss. Gut. Upsi, Entschuldigung. Die sind hier. Und die haben ein Rambock. Das ist unpraktisch. Das heißt, ich mache wieder einen auf Defensiv und zwar hier, oder? Weil ich habe, also die Pikiniere sind nicht gut genug. Also was hier dagegen spricht, ist wirklich diese Lücke. Ich würde daher tatsächlich. Ich schau mal kurz, wo man überall hingehen kann. Okay, hier kann man hoch, aber da nicht. Okay, das heißt, hier auf der Treppe wäre gar kein schlechter Platz. Hier wäre gar kein schlechter Platz. Und die dann hier. Ja, aus irgendeinem Grund hat sich Rome wieder beendet. Keine Ahnung warum. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Okay. Gut. So, wir waren gerade dabei. Warte, die holen wir auch gleich. Sonst vergesse ich es wieder. Wir waren gerade dabei, hier die aufzubauen. Genau. Da haben wir auch geschaut, wo am besten ist. Wo es am besten ist. Warte. So, hier. Gut. Dann die da habe ich hier hingestellt. Die da habe ich da hingestellt. Die Elefanten schauen hinten zu. So, die sind hier, die sind da, die sind hier. Wir erwarten eure Befehle. So, schau dich in die richtige. Ja, ich glaube, das ist so besser. Genau, weil die können ja hier nicht hoch, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich stelle mal die einfach hier hin und versuche die nach oben zu bringen. Wenn die nach hier gehen, dann ist alles in Ordnung. So, also die da sind ziemlich am Bobbes. Die kann man hinten hin. Die tue ich mal hier hin. So. Wobei, die bekommen auch nochmal Verstärkung, falls jemand hier hingehen will. Hier bekommen die diese Verstärkung, beziehungsweise die gehen mal hier hin. Habe ich alle. Ja, so, dann let's go. Dann let's go. An sich hätte man hier auch hier vorne wieder aufbauen können.
Aber der hat hier ein bisschen. Ja. Ja, nee. Das, da, nee. Also mit so wenigen Garnisonisten ist das, finde ich, nicht so. Ja. Nicht so gut. Okay. Die kommen nur hier hin. Okay. Man kommt tatsächlich nur durch die Leiter hoch, durch die Leiter, durch die Treppe. Das ist sehr gut. Das ist perfekto. Haben die schon welche verloren? Ja, doch. Ein bisschen wenig. Also die am Anfang waren die Türme noch viel, viel krasser. Und jetzt sind sie halt immer noch ziemlich heftig. Aber naja. Ich will mal gerne die beiden tauschen. Warte. Unsere Tore sind komplett zerstört. Ja. Aber noch schießen unsere sie. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Bin ich mal auch gespannt, wieder wie viele Leute die Türme erschossen haben. Schießt der noch? Ich glaube nicht, der hat glaube ich nur bis hier in der Range. Jo, da bin ich mal sehr gespannt. Aber zum Glück kann der keine Feuerpfeile machen. Aber an sich ist das auch egal. Weil die Elefanten routen ja sehr viel schneller, als sie am Anfang geroutet sind. Also am Anfang war es wirklich so ohne Brandpfeile hat man die fast nicht zum Routen gebracht. Was ich an sich auch lächerlich finde. Also das ist schon besser so, wie es jetzt ist. Also dass sie wirklich halt auch durch Dauerbeschüsse wirklich zum Routen gebracht werden können, weil es ist halt, ja, kein Elefant will von so vielen das ist sehr schön gerade. So vielen Stöchen angegriffen werden, also. Das ist schon verständlich. So, das funktioniert gerade sehr gut. Das funktioniert super. Oh. Dankeschön für das nette Geschenk hier. Also wenn es so weitergeht, brauche ich die Elefanten gar nicht. Aber okay, jetzt kommen halt langsam die Fernkämpfer, also mit den Fernkämpfern zusammen, da brauche ich dann schon dann die Elefanten, sobald die anfangen zu ballern. Hier bekommen wir mal jetzt ein bisschen Boni. Damit die ein bisschen mehr Schaden machen. Momentan sieht es sehr gut aus. Der feindliche
eigentliche General ist tot. Sehr schön. Das ist sehr schön. Gut. Das Problem ist, das Problem sind immer die Türme, weil die kann ich nicht übernehmen mit nur Kavallerie. Also die Kavallerie kann die zwar deaktivieren, aber nicht übernehmen. Also da müsste ich die halt absetzen. Ich mach mal hier raus. Schade, dass man hier oben niemand hinstellen kann. Das wäre auch cool, von hier oben nach unten schießen. So. Und er wartet immer noch. Ausgeglichener Kampf. Aktiv. Ausgeglichener Kampf. Unter Beschuss. Ja, Eigenbeschuss dann wahrscheinlich. Die können gerade echt nicht schießen. Das ist ein bisschen blöd. Die können nicht schießen. Wenn die hier hingehen. Sicher können die doch von. Also so eine große. So eine hohe Range machen oder Wurf-Ding machen, rein theoretisch. Okay. Ja, langsam brechen die durch. Das heißt, ich könnte die Elefanten holen. Für den letzten. Für den letzten Punch. Genau. So, bitte jetzt aufhören zu schießen. Wobei, warte. Ich kann daheim schießen. Eieiei. Schön. Eure Befehle, mein Herr. Sucht euch eure Ziele. So. Okay, jetzt aber Stopp. Sonst gibt's nur Friendly Fire. Das habe ich nicht gesagt. Was machen die denn jetzt? So, okay. Jetzt kommen die langsam nach. Aber zu langsam. Jetzt kommt mal auch mein Großer. So, okay, die beiden können weiterhin schießen, weil die haben, die schießen eigentlich nicht auf die Elefanten, also machen weniger Friendly Fire. Jetzt ist einer gestorben, warte. Okay, stopp. Aber jetzt kommt mal mein General.
Der Kleine geht mal jetzt zurück. So, wie sieht's hier aus? Freiherrbanner. Dreimal freie Herrbanner und Fernkämpfer. Aber hier ist halt. Hier ist halt ein kleiner Turm. Ich gehe mal schon mal in Stellung. So, das sollte eigentlich jetzt. So, jetzt rauspushen hier. So, jetzt kommt. Jetzt kommt das da, jetzt. Ja, jetzt greife ich an. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, so schnell geht's, ne? So, okay, also. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, bitte aufhören. Passt. Gut. Ja, wenn der nicht routen würde, würde ich gerne weiter spielen, aber ich kann nicht. Gut. Ah, 112 Verluste nur, das ist gut. Leider kann ich, warte, also getötet 1793 und der hat 1987 verloren. Wow. Warte mal, will ich mal kurz ausrechnen. Mein Kopf ist gerade zu lätschig. Also, warte, ich habe, warte, er hat 1987 minus. Warte, getötet 1200? Nee. Ich habe nur 1261. Es wären dann 700 Kills nur die Türme. Aber gerade stand doch da was anderes. Aber naja. Egal, ich habe gewonnen. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich mit der. Ach, schon wieder. Hä? Wie zweimal hintereinander? Okay. Ach, das wird auch easy. Also, ja, der General ist halt heftig. Aber ja, das schaffen wir auch. Gleiche Taktik wie davor. Ja, Elefanten machen dann alles. Wie gesagt, also der der General ist das Problem. Warte, den stelle ich mal ein bisschen breiter auf. Hier, da wo der ist. Und der hier. So. Gut. Ist zwar jetzt nicht so breit aufgestellt, aber mei. Das passiert. So. Du bekommst den und die bekommen den. So.
Dann dahinter ist, sind die Fernkämpfer. Der da ist wieder hier. Zusammen mit dem. So, Elefant. Warte, Elefant Nummer 1 ist hier. Elefant Nummer 2 ist hier. Was noch? Zweimal Dinger. Nee, andersrum. So. Gut, dann let's go. Genau, hier, das ist... So. Okay. Und die gleich von Anfang an Dauerfeuer auf den General. Beziehungsweise auf die Fernkämpfer, die zuerst kommen. Die Blenklau Kavallerie. Und sobald ich Reichweite auf den General habe, dann natürlich der General. Habe ich sie gefangen? Okay, das sieht sehr gut aus gerade. Das sieht sehr gut aus. Ja, jetzt verlieren die jetzt ein paar. Aber okay, jetzt müssen die zurück. Dafür sind die aber jetzt wirklich geroutet. Und die da muss ich ja wieder einfangen. Okay, der da geht hier natürlich hin. Der geht hier hin. Ihr fangt jetzt an, auf die da zu schießen. General wird angegriffen. So, bitte hier hin, du hier hin. Du bitte auch nach hinten. Und volle Kanne rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bitte schnell. Willst du nicht angreifen? Sehr gut. So, das ist jetzt nicht gut. Aber momentan kann ich nichts dagegen tun. So, die Speerkämpfer, wenn die unter 30 sind, muss ich die los. Und die beiden gehen jetzt so hin. Okay, die gehen so hin, die hier hin. Versuchen auch ein bisschen aufzuhalten. So, jetzt kümmern sie sich darum. Der Elefant ist halt ja jetzt ziemlich... Ja, die da müssen jetzt auch da raus. Ja, kämpfen hier ganz gut. Aber in die, ja, die Piken haben jetzt unsere Elefanten weggemacht. Das ist sehr schlecht.
unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Zu schnell. Schwere Burgenschützen! Einmal reinchargen, sofort wieder raus. Sofort wieder raus, habe ich gesagt. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du kümmerst dich darum. Und dir fahrt mal daneben hin. Die Piken haben zu uns geschaut. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, das ist schon krass, ne? Nur wegen dem Piken habe ich jetzt echt Probleme. Fertig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, und nochmal dran vorbei. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Blöd, dass die ganzen Munition, die ganze Munition schon weg haben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Könnt ihr die mal endlich fertig machen? Ich hol den mal jetzt da weg. So. Ich muss immer drauf achten, wo der jetzt hinschaut. Okay, das ist gut. Puh. Boah. Also das war jetzt knifflig. Der feindliche General ist tot. Das war jetzt knifflig. Also ja, nur wegen den einen. Schaut mal das hier. Nur wegen den einen. Wegen der einen Pikinias-Einheit. Ihre gesamte Munition verbraucht. Die sind schon krasse Rasenmäher hier. Mal schauen, ob ich die noch erwische, weil die sind noch zu voll. Die würden überleben. Ja, da ist nur noch einer übrig, also der wird eh vernichtet werden.
Guck jetzt mal hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist so. Ah, schneller geht nicht. Hä? Ah, der ist verpackt, okay. Der ist schon gar nicht mehr hier bei mir. Okay, ja, die schaffe ich nicht mehr. Gut. Ah, teurer Sieg. Ja, naja. Verluste, ja, okay. Pyrrhus-Sieger, 300 Verluste von 458. Ja, aber der hat auch eigentlich fast alles verloren. Aber hier, 850. War ein wichtiger Sieg. Ich hoffe, mein Elefant hat überlebt, aber ich glaube nicht, der hat. Der ist, glaube ich, komplett gestorben. Nee. Einer hat überlebt, okay. Ja, wunderbar. Ja, 600 bekomme ich dafür nur. Naja. Politische Intrige. Euer Diplomat hat euch hintergangen. Strafe für Truppenmoral. Ja, irgendwie Militärtradition. Verbündeter bestätigt Ziel. Oh, euer Verbündeter bereitet sich ja für den Kampf vor. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn er das da übernimmt oder einnimmt, ist das mega. Gut. Öffentliche Ordnung. Geheimaktion. Mach ich mal das da. Bewegungsgeschwindigkeit, Rüstung. Angriffsbonus für alle Streitwagen. Korruption, weniger Forschungsrate. Dann mache ich mal hier die Rüstung. Ist, glaube ich, extrem wichtig hier gerade. So, der ist voll jetzt. Okay. Jetzt habe ich schon. Warte mal. Jetzt habe ich momentan Steuerstufe. Mache ich mal wieder auf normal. Nicht ganz normal. Okay. Verstanden. So, dann gehe ich mal hier hin. Na nee. Bringt gerade nichts. Ich schau mal genau hier. Einfach nachschauen, wo der nächste Übeltäter ist. Die haben eine Tradition. Mach ich mal Streitwagen. Okay, also öffentliche Ordnung. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Ja, da traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht, hier irgendwas zu bauen. Wegen denen. Die Frage ist jetzt auch. Alter, wie viel, boah, warte mal, wie alt ist der? Der ist 46, das geht ja noch voll. Und der ist schon Rang 8, das sagt einiges aus. Gut, also, die sind richtig teuer. Aber ich würde hier tatsächlich wieder eine Full-Stack-Armee machen wollen. Auch wenn, also 188, das sind 376, glaube ich. Ja, dann haben wir nicht mehr viel, ne? Dann haben wir nicht mehr viel Einkommen.
Ja, Bürgerkavallerie werde ich ja sicher nicht holen. Wir haben hier aber keine Fernkampfeinheit. Wir haben hier keine Fernkampfeinheit. Außer die Peltasten natürlich. Nicht die Peltasten. Ihr wisst schon. Die anderen. So. Soll ich mit der Einheit... Was haben die eigentlich gemacht? 33 Minuten, oh Gott. Das schaffen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss auch ganz dringend auf Klo gerade. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Momentan, also jetzt sieht es gerade ganz gut aus. Bis auf, also Rebellenarmee. Und die Athener sind gerade hier. Ich muss hier nochmal ausscouten oder aus... spionieren. Und schauen, wo die nächsten Armeen sind. Aber momentan haben wir echt wenige Armeen um uns rum. Was richtig, richtig gut ist. Also so gut sah es sehr lange nicht mehr aus. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.